Herzlich willkommen, liebe Abonnenten. Heute gibt es mein Monatsupdate Februar. Einiges ist zusammengekommen und am besten starten wir direkt nach dem Intro. Bis gleich. So, also mal wieder ein Monatsupdate von mir. Ich habe hier einiges zusammengekauft im Februar und das stelle ich euch jetzt alles mehr oder weniger mal vor. Fangen wir mal mit Buch- und Bildmaterial an. Die aufmerksamen Zuschauer wissen ja, ich sammle Serien und auch vor allen Dingen Cartoon-Serien aus den 80ern und 90ern. Da habe ich mir passend dazu dieses Buch bestellt. So sieht das Ganze aus, beziehungsweise wenn man es aufmacht, sieht das Ganze so aus. Behandelt einfach diverse Serien aus den 80ern. Um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn ich die Inhaltsangabe finde. Wir haben die Schlümpfe, Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde, He-Man, She-Ra, Inspector Gadget, G.I. Joe, Transformers, Gem, Thundercats, Muppet Babies, The Real Ghostbusters, Disney-Zeug, die Hero Turtles, Garfield, Mighty Mouse und das war's. Ja, habe ich noch nicht wirklich durchgelesen komplett, aber für Fans empfehle ich das einfach mal. Und damit kommen wir zu den Filmen. Ich fange mal mit den drei, mit den neuesten Sachen an. Die Stapel habe ich hier einfach so aus dem Wohnzimmer jetzt mit runtergenommen. Da sind ja meistens die neueren Sachen oben drauf. Gerade aus dem Briefkasten gefischt habe ich hier das Last Boy Scout Steelbook. Ist aber natürlich custom made, aber mein Gott, es war jetzt nicht teuer. Ich packe da die deutsche Disc rein und aus die Maus. Gestern kam aus Amerika unter anderem vom Original das Flatliner Steelbook. Was ich allerdings ein bisschen schade finde, sage ich mal, also ich bin nicht der Freund davon, ist dieser Slipcover-Schutz, wo eigentlich die ganzen Aufdrucke drauf sind. Also sowas mag ich gar nicht, denn eigentlich schmeiße ich die Dinger weg, beziehungsweise tue sie ins Steelbook, denn übrig bleibt ein blankes Steelbook und das gefällt mir eigentlich gar nicht so richtig. So sieht das Ganze aus. Also wie gesagt, das ist das von Teil 1. Ich dachte mir halt, ich packe da meine deutsche Disc rein. Dann muss ich mir das deutsche Steelbook nicht kaufen, was demnächst kommt. Oder schon auf dem Markt ist, ich weiß es nicht. Das hat nicht mal $10 gekostet, deswegen habe ich es mir bestellt, zusammen mit diesem guten Stück. Das hatte ich schon länger im Auge. Das ist das Best Buy Pop Art Steelbook von Das fünfte Element. Und das hat auch nur $9.99 gekostet. Also von innen ist es totale Grütze. Also da muss ich noch nicht mal die Disc rausmachen. Da ist einfach nichts drin. Ja, da packe ich meine Neuauflage vom fünften Element rein. Die habe ich noch in der Armory oben im Regal. Und dann habe ich eine coole Edition, weil das deutsche Steelbook oder das englische, was es da gibt, ist zwar eigentlich auch nicht schlecht, aber ist natürlich vergriffen und man muss viel Geld für hinlegen. Und das finde ich jetzt mal gar nicht so schlecht, obwohl ich eigentlich kein Fan dieser Pop-Art-Steels bin. So, dann kam noch an, was heißt kam an, habe ich mir für 7 Euro habe ich es mir mal geholt. Das ist so eine, von KSM, so eine Bud Spencer Terence Hill Edition mit den eher unbekannteren Filmen. Davon habe ich natürlich auch schon die DVD-Edition im Regal.
Hier war allerdings noch der Film Aladdin mit Bud Spencer drauf. Den wollte ich jetzt auch noch unbedingt in HD haben, wobei man hier nicht wirklich von HD sprechen kann. Also meiner Meinung nach sind das einfach nur Upscales. Die ganzen Filme mit fast 20 Stunden Laufzeit sind auch auf zwei Blu-rays nur untergebracht. Das dürfte genug Hinweis drauf sein, was uns qualitativ erwartet. Das soll kein SD auf HD sein, das soll wirklich HD sein, aber die Qualität ist halt wirklich nicht die beste, sagen wir es mal nett ausgedrückt. Aber ich kann halt meine DVD-Edition dann verlosen oder so und kann die mir zu den Blu-rays dazustellen. Dann hatte ich jetzt endlich mal zugeschlagen bei Westworld. Die Serie hatte ich auch schon länger ins Auge gefasst. Bin jetzt auch gerade dran, dies anzuschauen, wobei ich noch nach den ersten drei Episoden noch ein bisschen hin und her gerissen bin, wie ich die Serie finden soll. Ich habe mir die Digipack-Edition geholt. So sieht das Ganze dann aus. Für 22,99 hatte ich dann zugeschlagen. Und lasst mich jetzt mal überraschen, ob die Serie mir noch besser gefallen wird. Bis jetzt ist es so, na, man weiß es nicht. Dann hatte ich ja schon in meinem Unboxing hier die Rewind Collection vom Breakfast Club. Auch eine interessante Edition, nenne ich es mal. So, dann hatten wir ja, beziehungsweise hätte ich es beinahe verpennt, von der von der Cape Light Media Book Reihe. Murphys Gesetz hätte ich beinahe verpennt, beziehungsweise kommen da jetzt gefühlt zwei Mediabooks pro Monat raus und ich sammle die ja alle. Murphys Gesetz könnte ich eigentlich mal demnächst mal anschauen. Mal gespannt, wie der Film ist, kenne ich noch absolut überhaupt nicht. So, jetzt kommen die ganzen Sachen, die hatte ich schon mal im Wochenupdate. Also machen wir das ein bisschen schneller. Hundstage mit Al Pacino im Steelbook. Dann haben wir die neue X-Men-Trilogie in diesem Steelbook, wo ich auch schon von der alten Trilogie das andere Steelbook habe. Supergirl Staffel 2 für 10 Euro. Robocop, alle Filme in dieser Gesamtedition. Disney-Filme für meine englischen Steelbooks. Dornröschen, Klöckner von Notre Dame, Ariel, die Meerjungfrau. Das Dschungelbuch, Phantasia und zu guter Letzt noch Pocahontas. Die packe ich dann alle bei Gelegenheit um und dann fehlen mir, glaube ich, nur noch zwei. Nennt man das Updates, also Austauschobjekte. Dann gab es noch ziemlich weit am Anfang des Monats diesen Film Last Nights mit Clive Owen im Steelbook. Von Terence Hill habe ich mir mal Don Matteo die DVD geholt, die leider nur die ersten zwei Episoden von einer Serie mit über 200 Episoden besitzt. Bin ich kein Freund davon, aber ich wollte mir jetzt mal selber ein Bild von der Serie machen. War ganz okay. Auch mit ein bisschen Terence Hill Brille natürlich auf. Dann hatte ich ja noch hier die He-Man Masters of Universe 2000X Veröffentlichung. Aus Deutschland die 3er DVD-Box mir einigermaßen günstig noch erwerben können, privat. Dann gab es die neue PDAX Animation Welle mit Cops Staffel 2, Honey und Nanny Staffel 2, Super Mario World und Captain N The Game Master Staffel 3 und Captain N The Game Master Staffel 2. Dann gab es noch, sie nannten ihn Spencer als Emery. Tarzan im Steelbook hatte mir noch gefehlt, wie mir aufgefallen ist. Hatte ich natürlich sofort gekauft dann noch. Jetzt fehlt mir nur noch Aladdin. Eine kleine Jagd ging zu Ende, als ich mir Big Trouble in Little China in diesem tollen Steelbook endlich sichern konnte. Zum Schnäppchenpreis gab es dann noch und täglich grüßt das Murmeltier für einen Zehner im Steelbook.
und ebenfalls aus der Kebleit Mediabook-Reihe und erstmals in Deutschland frei auf dem Markt erhältlich in diesem schönen Mediabook Ein Fremder ohne Namen mit Clint Eastwood. Habe ich natürlich schon die englische Blu-ray mit deutschen Ton, aber so kann ich wenigstens die zu den Kebleit Steelbooks stellen und das andere bleibt in der Eastwood-Reihe. Und damit sind wir noch nicht fertig, aber wir haben jetzt alles Normale abgearbeitet. Jetzt kommen wir zur Eskalationsphase zum Thema Blade Runner. Was es da alles gab. Fangen wir mal mit dem unnützesten eigentlich an. Das ist der Trinkbecher, den ich mir für 1 Euro erworben habe bei eBay. Dann gab es natürlich alle möglichen Editionen. Ganz aktuell im Unboxing gab es ja die Shibi Whisky Gläser, nachdem die aus der Whisky Glas Edition die Whisky Gläser mir und anderen ja gar nicht gefallen haben, hatte ich mir dann die Originaldinger bestellt für 120 Euro. Unboxing gibt es noch ganz aktuell in meinen Videos. Ja, kommen wir mal zu den ganzen Discs. Also das ist die Amari aus der Blaster Edition. Dann habe ich das 4K Steelbook aus Deutschland, was ja leider ohne Bonusdisc daherkam. Dann habe ich die 4K Edition aus Italien. Da hatte die 4K Disc deutschen Ton und es gab eine Bonusdisc, aber auf der normalen Blu-ray war kein deutscher Ton. Dann das Standard Steelbook habe ich mir aus Italien bestellt. Da ich ja auf jeden Fall den Film auf Deutsch habe, reicht mir die aus Italien auch. Da brauche ich nicht die deutsche Variante. Dann gab es von Kimji DVD die Edition im Full Slip. Ebenfalls von Kimji DVD die Edition im Lenticola Slipcover. Und zu guter Letzt gab es die Edition von Best Buy. Alles findet ihr in meinen Videos mit ausführlichen Unboxing-Videos. Einfach mal stöbern, wer da noch nicht reingeschaut hat. Womit wir jetzt auch langsam zum Ende kommen. Also hier haben wir die Blaster-Edition. Über die gab es ja viel Kritik. Mal so, mal so. Ich bin mit meiner recht zufrieden. Mich stört es auch nicht so wirklich, dass man das Ding jetzt nicht abnehmen kann. Ich habe es aber... Oh, hier, guck mal. Bei mir geht sogar jetzt das Licht an. Yeah. Ja, wenn man die Feder im Inneren des Batteriefachs ein bisschen rauszieht, reichen auch 2 Batterien. Also ich finde die Edition ziemlich cool. Ich habe ja nicht davor, damit rumzulaufen oder irgendwie... Da würde ich mir eher einen aus Plastik besorgen. So zum Hinstellen finde ich das ganz cool. Bisschen schade finde ich. Man hätte noch einen Schriftzug auf das Display machen können. Dann wäre das eigentlich recht geil gewesen. Aber so bin ich auch zufrieden. Ich gehöre zu den Leuten, die damit zufrieden sind. Womit ich natürlich nicht zufrieden war, war die Whisky Class Edition. Habe ich jetzt schon mehrmals zum Ausdruck gebracht. Deswegen habe ich die italienische mit der Amari habe ich auch schon zum Selbstkostenpreis abstoßen können. Das gute Ding ist aktuell auch bei eBay zum Verkauf. Das heißt, ich werde komplett auf die Whisky Glas Edition verzichten. Steelbook habe ich, Originalgläser habe ich, deswegen brauche ich das gute Stück nicht mehr. War sozusagen ein Fehlkauf, aber man kann ja nicht damit rechnen, dass da dermaßen billig das Zeug reingepackt wird. So, und dann gab es ja noch den Blade Runner Koffer. Und da mache ich jetzt einfach mal ein spontan Unboxing, denn ich habe es bis jetzt noch nicht auf die Reihe bekommen, hiervon ein Unboxing-Video zu machen. Das Ganze war verpackt auch in so einem transparenten Plastikumverpackung. Wir sehen hier hinten auch alles, was enthalten ist.
Ich habe die japanische DVD-Version. Der Grund ist ganz einfach, ich habe das billigste genommen, was ich gefunden habe. Denn der Koffer und der Inhalt ist im Großen und Ganzen bei allen Editionen gleich. Blu-ray habe ich schon. Das Ding hat jetzt 40 Euro gekostet, neu. Plus 15 Versand, glaube ich. Wenn man das Teil dann auspackt, würde ich auch sagen, gerade so gerechtfertigt. Der ganze Koffer ist aus Plastik. Auch hier oben Plastik, alles Plastik. Alles Plastik. Also ich habe gedacht, dass wenigstens. Ich habe ja, hab ja nicht mit dem richtigen Metall, richtig komplett Metallkoffer gerechnet, aber hier ist kein einziges. Das einzige, was hier aus Metall ist, ist da unten so eine Scharniere. Oder der Steckstift der Scharniere, ja, der ist aus Metall. Ansonsten ist hier halt einfach alles Plastik. Und ist jetzt auch wirklich keine 100 Euro wert. So, das Ding kann man aufmachen. Wie soll es auch anders sein? Innen drin ist so ein... sind hier die DVDs. Es ist nicht dieses, es ist nicht die Tinbox, die es bei uns gibt. Das ist einfach so ein Digipack mit den Filmen, was letztendlich auch keine Rolle spielt, weil ich werde die DVDs nie einlegen. Ich hab das US-Set mit diesen ganzen Filmvarianten, brauche jetzt nicht die DVDs. Also das ist da drin. Dann haben wir ein Plastikauto, ein bisschen kleiner, das könnte aus dem Ü-Ei sein. Scheiße, wie kriege ich das jetzt hier rein? Alter, wie habe ich das jetzt? Dann gibt es natürlich noch dieses Papier-Einhorn. Finde ich jetzt aber das Ding, was bei dieser beim neuen Blade Runner Steelbook dabei war, ein bisschen hochwertiger als das Ding hier. Und ansonsten gibt es halt noch... holy shit. Moment, das ist hier ziemlich komisch eingepackt. Was ist das? Man sieht, es ist wirklich ein Original-Unboxing. Was ist das denn? Es ist ein Wackelbild. What the fuck ist das? Also, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt erkennt hier. Ja, so erkennt man. Es ist einfach ein Lenticular irgendwas zwischen zwei Magnetteilen, die man so auseinander machen kann. Ja, keine Ahnung, was das für einen Sinn hat. Toll. Das ist hier in so einer Plastikhülle. So, dann haben wir hier noch Papierkram. Den holen wir jetzt mal raus. Was ist das? Das sind, würde ich mal behaupten, Konzept-Artworks. Und das Ganze haben wir jetzt, was ist das? Das Ganze haben wir jetzt nochmal als große Bilder. Aber ich glaube, es sind andere. Machen wir einfach mal jetzt im Schnelldurchgang. Ja, man sieht schon, das ist recht viel Schnickschnack. Wenn man bedenkt, dass das Ding 100 Euro gekostet hat oder mehr und auch teilweise noch für 100 Euro jetzt gehandelt wird, auf dem deutschen Markt. Die deutsche Edition hatte ja nur die Blu-ray als Final Cut im Inneren. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob es nicht auch in den ausländischen Koffern nur die Final Cut drin war oder ob da in Amerika nicht sogar das komplette Set drin war. Also auf jeden Fall ist das Ding für mich keine 100 Euro wert. Weil wenn ich 100 Euro gezahlt hätte, hätte ich mich geärgert, ganz ehrlich. So im Großen und Ganzen ist die Edition ist zwar cool, aber die Tatsache ist, es ist so ein Mini-Koffer. Also ich kriege noch nicht mal richtig meine Finger hier in den Griff rein.
Na, man kann das ja, weiß gar nicht, ey. Zwei DVDs, zwei Blu-rays nebeneinander, würde ich sagen. Bisschen höher. So ein kleines Ding. 40 Euro, gerade noch okay, würde ich sagen. Aber niemals 100 Euro oder mehr. Also lasst euch das eine Warnung sein. Jo. Das war der Februar 2018 im Stanleys Filmzimmer. Jo. Ist einiges zusammengekommen. Das muss ich jetzt auch alles wieder hochtragen und endlich mal verstauen. Und dann überlege ich mir mal, was als nächstes Video kommt. Es wird unbedingt Zeit für das 300 Abonnenten Special. Ich brauche einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, falls ihr dieses Video bis zum Ende geschaut habt. Vielen, vielen Dank für eure Geduld. Das läuft ja jetzt auch schon 20 Minuten. Ist mal Zeit, Schluss zu machen. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche. Ist ja wahrscheinlich bei euch genauso bitterkalt wie bei uns. Und ja, wir sehen uns im März wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Auf Wiedersehen.